Trompete spielen ist halt für mich auch voll die Verantwortung. Du spielst rein und jeder weiß, dass du da bist. Talent comes naturally. Black Orange. Jetzt neu von Organics by Red Bull. Guten Abend, Wien. Hello, Vienna. Hallo, Österreich, Europa und Welt. Hello, Austria, the whole world. Australia? Huh? Good morning, Australia. Good morning, Australia. Warum erwähnst du das eigentlich jetzt, Michi? Weil wir auf aller Welt live streamen, genauso wie es beim Eurovision Song Contest ist. Aber wir senden heute hier live aus dem beeindruckenden LC-Gebäude vom Campus der Wirtschaftsuniversität Wien. Und wir begrüßen Sie zu Hause. Sehr herzlich zu WU's Talents. Welcome to WU Talents, the first ever show of this kind. And standing beside me, Michael Stangl, hallo. And you are actually from the WU, right? Yes, that's right. And what do you do here? Ich arbeite in der Abteilung Marketing und Kommunikation. Okay. And I'm going to be your sidekick tonight. Is that okay? Yeah, okay, that's good. Great. Okay, good. Willst du mich vorstellen? Oh, I have to. Es steht hier auf meinem Zettel. Neben mir steht, und ich freue mich sehr, dass ich mit dir dieses Event hosten darf, Rim Higazi, bekannt von FM4, vielen Leuten vielleicht auch vom Fernsehen. Den Song Contest hast du auch moderiert 2015 in Wien und Dancing Stars 2017. 10 harte Wochen durchgetanzt, yeah. Dein Talent des Tanzens entdeckt, yeah. Und schlussendlich bis ins große Finale es geschafft. Ja, dritter Platz, auf das bin ich sehr stolz und werde immer stolz sein mein ganzes Leben lang. Ich werde immer davon berichten und darüber sprechen, es wird immer so sein. Und es war auch ein bisschen ein verstecktes Talent für dich, oder? Well, yeah, I guess so. Ja, es war sehr gut versteckt. Aber was ist mit dir mit versteckten Talente? Oh, da gibt es einige, vielleicht finden wir sie im Laufe des Abends heute noch hier heraus. I think you have a talent for moderation. Maybe that's the reason why I'm here. Yeah, du, erzähl ein bisschen was von WU Talent. Like, what is it? What is it? WU's Talents. Es ist eine Show, die Positives in die aktuelle Zeit bringen soll. Das war unsere Hauptintention. Es ist etwas, wo jeder zeigen kann, was in einem steckt. Es ist auch eine Show, die inspirieren soll. Denn an der WU arbeiten, lehren und forschen Menschen, die nicht nur hier Lehrende, Studierende oder auch Mitarbeitende sind, sondern die haben viele andere Talente, Musikerinnen, Tänzerinnen, Illusionistinnen, yeah. Comedians, Leute, die in der Bildhauerei arbeiten, in der Schriftstellerei, in der Malerei. Es gibt total viel und auf das sind wir extrem stolz und das wollen wir heute hier in dieses Rampenlicht stellen. Well, I mean, there must be comedians at the University of Economics, right? I mean, you have to have a sense of humor for that, right? Es gibt wirklich welche. Yeah. Es gibt Comedians, ja. Okay, so should we stell vor die Jury? Selbstverständlich. Ich wollte vorher noch ganz kurz darauf zurückkommen, okay. Wie haben wir gestartet? Wir haben nämlich im Februar und März dazu aufgerufen, unsere große WU-Community ihr Talent zu zeigen. Das heißt mit Videos, Fotos, Textbeispielen, Kostproben, egal was auch immer. Wir wollten wissen, welche Talente schlummern in Ihnen, in uns. Es gab 4 Kategorien: Musik, Tanz, Akrobatik, Magie, Literatur, bildende und darstellende Kunst, wow, sowie Comedy und Entertainment. Right. Und wir haben wirklich total viel erhalten. Wir waren total überrascht, wir waren überwältigt und auch unsere Ehrenjury, right, denn die haben alle Teilnehmenden vorab sich angesehen und das Line-up für diese Live-Show zusammengestellt. Okay, let's get to the jury, starting off right away with the Rektorin here at the WU, Edeltraud Hanepi-Egger. And every time I say your name, it just makes me happy. It's just such a serendipitous type of name, Edeltraud Hanepi-Egger. Your career has been outstanding and very multifaceted. You've written many
many, many, many publications on diverse things, gender diversity. And you're also the Rektorin der WU, die als erste Frau in diese Position ist. Und ich habe hinten eine Galerie gesehen, wo eventuell ihr Porträt dann hängen wird. Das finde ich großartig. Aber was ich besonders großartig finde, ist, dass Sie die Ideengeberin sind von WU's Talents. How did that happen? Naja, zum einen ist ja Kunst und Wirtschaft eine interessante Forschungsfrage. Also wie bereichern sich die gegenseitig, wie beeinflussen sie sich gegenseitig? Aber natürlich war auch klar, dass wir viele sehr erfolgreiche Absolventen und Absolventinnen haben, die ein verstecktes Talent haben und die uns auch immer sagen, dass sie daraus sehr viel Kraft und Energie ziehen. Und da lag es nahe, gerade so in ein bisschen schwierigen Pandemiezeiten einmal nachzuschauen, wo sind diese schlummernden Talente. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir so viele entdeckt haben. It's a really nice way to get people together again too, ja? Was ja so notwendig ist nach dieser Pandemie. Okay. Großartig, vielen Dank. Ebenfalls in der Jury mit dabei ist Katina Leitner. Sie hat an der Karl-Franzens-Uni in Graz promoviert, war zuerst Richterin und ist jetzt Rechtsanwältin, seit 2018 Vorsitzende des Universitätsrats der Wirtschaftsuniversität Wien, auch Mitglied des Senats der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Präsidentin des Österreichischen Stiftungsverbandes. Und auch in ihr schlummert ein Talent, eine Künstlerin, denn sie greift selbst gerne zu Stift und Pinsel, um ihrer Leidenschaft des Zeichnen und Malens nachzugehen. Wir freuen uns schon gerne dann auch auf Ihre Einschätzungen der einzelnen Talente. Okay, and also joining us, Peter Pansky, jetzt full transparency. Peter Pansky und ich sind befreundet schon, ich weiß nicht, glaube ich, 30 Jahre, so ungefähr. Und zwar hat es begonnen, wie ich einst bei Treffpunkt Ö3 gearbeitet habe und Peter Pansky als Manager, als Producer, aber auch mit seiner eigenen Band Peter Pan damals und als Musiker mit Chaka Khan, Midge Ure, Beat for Feet, you name it, Delegationen bei Eurovision, wo du mitgewirkt hast als Producer, als Manager, als Songwriter. Habe ich was auslassen, Peter? Ja, das ist mehr als genug, danke. Sehr schön, dass du da bist und urlebend, dass ich dich wiedersehe. Ich freue mich ebenso. Ebenfalls in der Kategorie, vor kurzem ist sie noch vor der Live-TV-Kamera gestanden, heute Wien heute moderiert, Elisabeth Vogel, wir kennen sie aus dem TV. Sie hat auch schon eine ORF-Orte-Casting-Show mitmoderiert, 9 Plätze, 9 Schätze. Ich würde sagen, auch die WU ist auf jeden Fall ein Schatz mitten in Wien. Unbedingt. Unbedingt. Und auch eine prominente WU-Absolventin hat hier Handelswissenschaften studiert und das Doktoratsstudium Sozialwirtschaftswissenschaften an der WU gemacht und selbst Schauspiel- und Gesangsunterricht genommen. Da sind wir auch auf einige Einschätzungen der Acts, die jetzt gleich folgen werden. Bin sehr gespannt. Okay, und jetzt komme ich jetzt zum Norbert Zimmermann aus Vorarlberg und so ziemlich alles, was mit Business und Management zu tun hat, hat er schon erledigt und abgecheckt in seiner langen Karriere, kann man schon sagen. Alles, was so IBM oder Spar oder viele andere, die ich jetzt erwähnen könnte. Aber was mich am meisten interessiert in der Tätigkeit, die Sie heute haben, ist, ich möchte gerne etwas wissen über Swinging Leaders. Was ist denn das? Das soll ich Ihnen erzählen. Ja. Swinging Leaders ist eine Jazzband, die eine Mischung von Führungskräften und Profis beheimatet. Und die Swinging Leaders spielen für Charities, sind im Moment in der Krise, weil wir schon seit 1,5 Jahren keinen Gig mehr haben. Mhm. Wir haben letzte Woche eine Probe gehabt, das war etwas, sagen wir, gedrückt. Wir haben sehr viel Piazzolla gespielt, sehr viel Moll. Und müssen erst wieder so richtig in die Gänge kommen. Alles klar. Was ist Ihr Instrument, wenn ich fragen darf? Das Saxophon. Oh, Saxophonist. Very interesting. Wir werden auch noch viele Instrumente heute hier sehen. All this hidden talent here at the WU. Okay. Ebenfalls noch mit dabei in der Ehrenjury ist Max Hollein, uns auch bekannt als WU-Manager des Jahres 2020. Er ist Absolvent der WU und hat in den unterschiedlichsten Häusern und Kultureinrichtungen gearbeitet, war tätig. Begonnen hat er im Guggenheim-Museum. Und er ist eigentlich seit 3 Jahren
ich sage gern, Österreichs prominentester Kulturexport. Er leitet das MET, das Metropolitan Museum of Art in New York City. Und genau dorthin schalten wir jetzt. Liebe WU-Talente, liebe WU-Community, sehr gerne wäre ich jetzt zur großen Live-Show in Wien. Und das aus vielen Gründen. Um mal wieder durch die wunderbaren Räumlichkeiten der WU zu gehen, auch um alte Kommilitonen und Freunde aus der WU zu treffen, aber vor allem, glaube ich, um die großartigen Talente hier live zu erleben. Leider kann ich heute nur virtuelle Grüße schicken, aber zumindest bin ich Wien und Österreich ein bisschen näher, während ich hier in den European Paintings Galleries im Metropolitan Museum of Art stehe. Ich war begeistert von der Kreativität, der Professionalität und auch dem Facettenreichtum aller Beiträge, auch von denen, die wir heute Abend nicht live sehen. Und gratuliere den Finalisten sehr herzlich. Ich wünsche allen Talenten viel Erfolg und vor allem Freude bei ihren Auftritten und allen Zuschauern beste Unterhaltung. Ja, damit heißt es Bühne frei, Spotlight an. I'm very excited, Michael. Wir haben 8 besondere Talente hier bei uns im Green Room, quasi hinter der Bühne. Die fiebern ihrem Auftritt entgegen. Und vielleicht ganz wichtig zu Beginn, es wird keine Wertung und kein Voting heute geben. Nein, wir wollen einfach viel Aufmerksamkeit und viel Respekt vor den Leistungen aus unserer WU-Community haben. Ja, vor allem wieder zusammenkommen. Gell? Richtig. Und ich hoffe, alle zu Hause haben sich jetzt gemütlich gemacht, denn wir wollen beginnen mit dem ersten Act. Der erste Act ist eine WU-Absolventin. Sie hat BWL studiert, hat bereits als Kind Klavier gelernt, nach dem Studium Gesangsunterricht genommen, ist als Songwriterin unterwegs und hat im Februar ihre erste eigene Single veröffentlicht. Eine zweite ist bereits ebenfalls erschienen. Und diese erste eigene Single wird sie jetzt hier bei uns zum Besten geben. Hier ist Kimmy Kim mit ihrem Song Far Away. Hallo, guten Abend. Picture will always be a reminder of our love, letting me dream about the moments we've had. We took the fast lane on the highway and drifted far into the sky. We drove the edges of so many mountains till we had a glorious ride. You closer to finding yourself. Still, I don't understand why you left me hanging here in the middle of this race. We got careless, started to care less, thinking that no one ever dares to come against us. We got upstage, I was too late. I couldn't save you from yourself. And far away, I know that you wait for me, that you wait for me. Far away, I know that you root for me, that you root for me. Far away, I know that you'll be waiting at the finish line one day when I get called home. Get
called home. Was für ein großartiger Auftakt dieser Live-Show bei WU's Talents. Kimi, vielen Dank für diesen Auftritt, der auch ein sehr emotionaler ist, wie ich gerade merke. Wie geht es dir? Was bedeutet es für dich, jetzt hier auf der Bühne zu stehen? Ja, ist ziemlich cool. Also, es ist mein erster richtiger Auftritt. Und genau, wie du gerade schon gesagt hast, habe ich ja erst im Februar das Lied veröffentlicht. Geschrieben habe ich es schon 2019, glaube ich. Genau, es geht natürlich also in dem Lied um Verlust, aber es soll halt eher Hoffnung geben und einen positiven Gedanken tragen. Genau, und das war die akustische Version davon. Also die produzierte Version ist etwas poppiger und ja. Du bist eine richtige Vollblutmusikerin, sich einfach so hierher zu setzen und auf dem E-Piano einfach sich selbst zu begleiten. Die erste Single erst vor ein paar Monaten veröffentlicht, dein erster Auftritt, Hut ab. Doch eine tolle Erfahrung, oder? Ja, total. Wirklich ganz cool. Also schöne Erfahrung, ja, auf jeden Fall. Wo nimmst du deine Inspiration für dein Wirken, für dein Songwriting her? Weiß nicht, ich glaube so aus allem so irgendwie. Also ich bin sehr kommunikativ, deswegen ich unterhalte mich gerne und sammle auch von außen Inspirationen oder auch von persönlichen Sachen natürlich. Also der Song war persönlich inspiriert. Aber ja. Großartig. Ich würde jetzt gern gleich einen Blick in die Ehrenjury werfen oder machen. Was ist dort angekommen? Ich würde bei der Frau Leitner beginnen. Was hat Ihnen der Song gegeben? Also das Erste, was ich sagen muss, Sie sind kein verstecktes Talent, sondern Sie sind ein ganz offensichtliches. Und ich gratuliere Ihnen, weil das ist eine ganz großartige Performance gewesen. Sie haben ja nicht nur ein Talent, sondern es sind ja gleich mehrere, weil Sie schreiben die Texte selber, habe ich gerade hier jetzt gerade noch einmal gehört. Sie spielen Klavier und Sie singen. Und das alles zusammen ist eine unglaublich schöne Darstellung, weil von Ihnen kommt darüber eine ganz große Leidenschaft, ein hohes Können und es gelingt Ihnen, eine Mischung aus Kraft und Sensibilität zu vermischen. Das ist ganz einmalig. Also ich kann Ihnen nur zusprechen, machen Sie weiter. Großartig. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Da würde ich jetzt gleich das Wort an den Peter Panski weitergeben. Ich habe jetzt wieder mal im Ohr den Eurovision Song Contest. Da gibt es ja Erfahrung. Da werden jetzt immer wieder Acts gesucht, die auch einfach selbst Vollblutmusiker sind, die selbst ihre Lieder schreiben. Wäre Kimi etwas für den Song Contest? Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, ja. Also das geht sich sicher aus und also für mich war das jetzt überhaupt nicht so, dass das jetzt nach einem ersten Auftritt ausgesehen hat. Also das war schon sehr, sehr reif und sehr erfahren und auch die Range zwischen, also Strophe, die tiefe Strophe und dann doch, dass du dann auch die Höhen so gut erwischt hast im Chorus. Das war schon sehr, sehr gut und wie auch schon erwähnt, die Tatsache, dass es ein eigener Song ist, dadurch ist es ja auch viel emotionaler und auch eine ganz eine andere Ebene, als die Geschichte zu erzählen. Ja. Hat mir sehr gut gefallen und das ist vielversprechend auch für die Zukunft und ja, ich hoffe, dass
es einmal eine Möglichkeit gibt, hier auch für Österreich für den Eurovision Song Contest anzutreten. Sehr schön. Dankeschön. Und ich habe auch die Emotion hier von der Seite gesehen und es war ganz toll. Ich finde, ein würdiger Beginner unserer Live-Show von WU's Talents. Kimi, vielen herzlichen Dank. Wir wünschen dir alles Gute weiterhin und wir hoffen, wir sehen dich bald wieder. Dankeschön. Danke, danke. Und damit kommen wir zum zweiten Act und ich gebe jetzt weiter an Rim. Hello. Yes, thank you very much, Kimi Kim, and thank you also, Michael. So, und jetzt etwas komplett anders. Also wie sie mich gefragt haben, ob ich da die Moderation machen will bei der WU Talent Show, habe ich mir gedacht, WU Talent Show? Aha, okay. Und ja, singen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass auch ein Breakdance-Performance kommen wird. Und das wird jetzt kommen, eben. Courtesy of B-Boy Sammy, all the way from, well, far away. We'll learn about his story after his dance. Let's have him on stage now. Welcome onto the WU Talent stage, B-Boy Sammy. Okay, so während du ein bisschen ausschnaufst, ja, fange ich mal mit Frau Vogel. Was sagen Sie dazu? Ich muss sagen, ich bin wirklich ein Breakdance-Fan. Das hat mich immer schon fasziniert, dieser Tanzstil. Ich würde es gerne so gut können und nachmachen. Und ich finde, das ist wunderbar gewesen, das Rhythmusgefühl und diese Körperbeherrschung. Und ja, da können sich wirklich einige was davon abschauen. Und ich finde es auch super, dass dieser Tanzstil jetzt offenbar wieder immer noch modern ist. Und wenn er so ausgeführt wird wie hier heute von diesem Künstler, ist es wirklich Hut ab. Yeah. B-Boy Sammy, warum Breakdance? Warum hast du diese Art von Tanz dir ausgewählt? Also vorher habe ich 3 Jahre in Taiwan Kung Fu gemacht und auch ein bisschen Breakdance ausprobiert. Aber da war ich noch eine Großfan von Dancing. Ja. Und einmal in Wien habe ich zufällig eine Breakdance-Workshop von Red Bull teilgenommen. Okay. Und sie haben mir diese Street-Dance-Community gezeigt. Und das gefällt mir sehr. Ja. Ja, weil es gibt diese Community immer überall. Man kann einfach hier Leute kennenlernen, zusammen tanzen gehen oder schon dann auf der Straße einfach ein Ghetto machen. Hast du schon auf der U-Bahn Breakdance gemacht? Ja, einmal habe ich auch zufällig in der U-Bahn-Station Breakdance gemacht. Ja. Aber du kommst ursprünglich aus Taiwan, oder? Ja, genau. Ja. Und wie lange bist du schon in Österreich? Ich bin schon seit 4 Jahren. Und studierst hier? Ja, genau. Alles klar. Okay, und so jetzt während der Pandemiezeit hast du nur zu Hause geübt, oder wie? Jetzt, ja, ein bisschen zu Hause. Ja? Also es gibt kein Training in der Tanzschule oder sowas? Also jetzt schon wieder, ab diesem Monat. Ah, Gott sei Dank. Okay. Ja, weitere Reaktionen auf unser Breakdance? Was sagen Sie, Frau Rektorin?
Ja, ich finde das super. Ich glaube, ich habe einmal was probiert. Ich weiß nicht mehr mal, ob das Turtle oder so wie geheißen hat. Ja. Ich weiß daher, das schaut voll easy aus, aber das muss wirklich eine wahnsinnige Kraft und eine unheimliche Körperbeherrschaft braucht. Daher herzlichen Glückwunsch, hat mich schwerst beeindruckt. Vielen, vielen Dank und weiter so. Ja, yeah, don't ever stop breakdancing. Okay? Weil man weiß ja nie, wann der nächste Battle sein wird, oder? Yeah. Okay, ich übergebe jetzt Michi. Wer ist als nächstes dran? Danke, Riem. Wir machen weiter mit einem Duo. Jetzt kommt zu uns Marie-Florence und Michael. Die beiden studieren BWL, beziehungsweise haben sich im BWL-Studium kennengelernt. Schon in der allerersten Vorlesung. Marie-Florence ist schon länger Vollblutmusikerin. Mit 7 Jahren hat sie im Schulchor gesungen, steht, seitdem sie 14 ist, regelmäßig auf der Bühne, unter anderem auch als Teil einer Band und schreibt eigene Songs, seitdem sie 16 ist. Dann hat sie jemanden gesucht, der sie begleitet und den hat sie auf der WU im Studium gefunden. Gibt es was Besseres, als wie wenn sich hier 2 WU-Studierende zusammentun, um Musik zu machen? Hier sind Marie, Florence und Michael mit dem Song Pretty Girl. Für unser Duo. Marie-Florence, Michael, hallo, willkommen auf der großen Bühne, willkommen im Scheinwerferlicht. Wie fühlt sich das an? Es ist ein Wahnsinn, das ist eine wundervolle Experience für uns und eine große, große Ehre, hier zu sein. Vielen Dank. Einen großartigen Song, zweisprachig. Wie kommt es dazu? Ich war mein Leben lang eigentlich auf einer französischen Schule und das ist quasi wie meine zweite Muttersprache mittlerweile.
Und ja, das wollte ich in dem Song noch ein bisschen einbringen. Okay, erzähl uns ein bisschen was über den Song. Der kommt von dir, oder? Der kommt von mir, den habe ich letzten Sommer geschrieben. Es ist ein sehr persönlicher Song natürlich. Und das ist auch das erste Mal, dass ich den jetzt performe live. Und wir sind alle live dabei, das ist großartig. Großartig. Ich habe euer Video, mit dem ihr euch beworben habt, gut im Gedächtnis. Das hat ein bisschen so die Stimmung gehabt von einem Pfadfinderausflug, von so einem Lagerfeuer-Atmosphäre, weil ihr habt es gemeinsam in einem Auto im Kofferraum gedreht. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, genau. Also das war eigentlich eine recht spontane Idee. Also wir haben uns kurzzeitig entschlossen, also sie ist eines Tages zu mir gekommen und hat gemeint, wir wollen einen Song schreiben. Und dann haben wir gesehen, okay, WU Talents gibt es auch und die Deadline kam immer näher. Und wir haben uns gedacht, im Kofferraum ist das eigentlich recht gemütlich, weil Filme schauen im Kofferraum und so ist auch immer recht schön. Und dann haben wir uns sind wir einfach um 7 oder um 8 am Abend am Kahlenberg raufgefahren und haben das dann dort umgedreht. Also einen Tag vor Ende der Deadline. Aber es ist sich ausgegangen und ihr seid hier auf der Showbühne. Und dieses Video ist der zweitbeste Auftritt von dem Song, weil den besten haben wir jetzt hier gesehen, wie ich finde. Herr Zimmermann, Ihre Meinung zu diesem Song? Ja, hat mir sehr gut gefallen. Großes Charisma, stimmlich und persönlich im Auftritt. Gutes Intro. Ich habe gelernt, man muss in den ersten paar Sekunden das Publikum bekommen, sonst schalten die sofort weg. Habt ihr gut geschafft. Und ich gehöre einem Jahrgang an, der noch John Baez gehört hat. Und die ist mir eingefallen, wie ich die Stimme gehört habe. Dankeschön. Frau Vogel, wie hat es Ihnen gefallen, wenn ich gleich so direkt fragen darf? Ja, sehr, sehr berührend und ich muss sagen, ich habe den Song ja das erste Mal gesehen und gehört im Lockdown und da waren wir alle sehr sensibel, würde ich sagen, und es hat so wirklich jetzt auch wieder so ein bisschen die Tränen in die Augen gebracht und ich muss sagen, die Stimme ist wirklich sehr faszinierend, eine tolle Stimme, tolle Ausstrahlung und es stimmt natürlich nicht. Wir beim Fernsehen sagen immer, es gibt so Text-Bild-Scheren. I'm not a pretty girl stimmt in diesem Fall sicher nicht. It's a pretty girl, a pretty woman with a beautiful voice, würde ich sagen. Dankeschön. Und natürlich Partner auch. Also top zusammen. Ja, danke. Wirklich. Perfekt zusammengesucht, fast wie wenn ihr euch gefunden hättet an der WU. Die WU hat euch ein bisschen so zusammengebracht. Und ich habe auch gehört, WU's Talents ist ein bisschen so euer Sprungbrett. Stimmt das? Ja, genau. Also wir haben jetzt dadurch auch vom ENI Touchdown am 19. Juni wurden wir schon eingeladen, dass wir dort auch performen. Also es geht langsam bergauf. Also wer bei WU's Talents mitmacht, dem ist eine Karriere im Scheinwerferlicht garantiert. Wir wünschen euch alles Gute. Danke für diesen tollen Song. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Einen Applaus für Marie, Florence und Michael. Dankeschön. Danke sehr. Und damit machen wir weiter mit unserem vierten Act. Bitte zu dir, Rim. All right, well, now it's time to go really deep, 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 deep as the oceans. Ja, jetzt kommt eine Band, die heißt The Oceans. Und so wie ich es mitbekommen habe, teils aus Salzburg, teils aus Wien, die genauen Details bekommen wir nach der Performance. Was ich aber totally mit Wissenheit sagen kann, ist, dass auf Spotify The Oceans jetzt gechartet haben und einen guten Erfolg haben. Und das freut mich immer, wenn Homegrown Erfolg hat. Okay, I think they're just about ready to go. They're just about set up. Und wenn es soweit ist, dann würde ich sagen, take it away, The Oceans at the WU Talent Show. Myself sipping whiskey and wine, out in the bar with my brothers in crime. Down maybe a drink too much, another call the others. There I saw you at the end of the room, the stones on the jukebox, I went over to you. Girl, I need your number, you said no. So I said, you can be my one, I can be a hero, you
Here's what I need you, heart to never lie. Listen to me, baby, put your hands in mine. The morning's just your body, city of my one. I can be a hero, city of my love. This is why I need you, heart to never lie. Listen to me, baby, you can be my, you can be my, you can be my, you can be my. Found myself in the back of a car. I was going home with the girl from the bar. Damn, she's a 10 out of 10. A girl like others. In the end, we are out of my place. 69 for a ride, stuck a head on the face. Girl, I need your number, but you said no. So I said, you can be my one, I can be a hero, you can be my love. This is why I need you, heart to never lie. Listen to me, baby, put your hands in mine. Morning, just your body, city of my one. I can be a hero, city of my love. This is why I need you, heart to never lie. Listen to me, baby, you can be my, you can be my, you can be my, you can be my. Out, I'm perfect, but still you're gonna love you, babe. Came and saved me from the wrong when I had no escape. Took me out for a day, starting kiss before we ate. Only got a day, don't stop until the day, no with no break. I can be your hero, baby, I would never let you down. Promise not to drink and smoke, way your parents come around. You love a lover who rolled in on a naughty way. Never murder girl or kiss, so come on, stay with me, baby. And even got your number now. We're running with the lunch, just wanna settle down. Cause she's a 10 out of 10, girl. All I want is you to the end all the time. You can be my one. I can be a hero, you can be my love. This is why I need you, heart to never lie. Listen to me, baby, put your hands in mine. Morning, just your body, city of my one. I can be a hero, city of my love. This is why I need you, heart to never lie. Listen to me, baby. You can be my, you can be my, you can be my, you can be my. Ooh, ooh, ooh. You can be my, you can be my, you can be my, you can be my. You can be my, you can be my, you can be my, you can be my. Oceans and you can be my one. Okay, wer spricht für die Oceans? Ich darf sprechen. Okay, servus, grüß dich. Servus, hallo. Habe ich das richtig? Salzburg und Wien Mischung oder? Wir sind eigentlich alle Salzburg. Alle Salzburg, Entschuldigung. Ja, genau. Okay, alles klar. Aber es hat eine besondere Bedeutung für euch oder für dich, da zu spielen. Erzähl. Ja, absolut. Ich habe auf dieser wunderschönen Uni studiert. Und es ist eine besondere Ehre, hier auch mal spielen zu dürfen, weil man verbringt ja sehr viele Stunden da oben beim Lernen in der Bibliothek und man geht dann immer diesen Weg darunter und denkt sich, das wäre eigentlich mal cool, da herin zu spielen. Mhm. Und ja, jetzt darf man es endlich tun, das ist mega, mega cool. Und ja. Yeah. You know what I think is really cool? Okay, so es ist immer schwierig, eine Band zu gründen und dann es wirklich irgendwie anzutreiben und zu schauen, dass das wirklich was wird und so weiter. Egal wann, aber jetzt in der Zeit, ihr wisst eh warum. Ich finde das großartig, dass ihr das jetzt gemacht habt. Wie war das jetzt in der Zeit? Habt ihr normal weiter geprobt oder wie? Ja, also Proben haben wir leider nicht so viel können, weil ein Teil von uns auch in Deutschland lebt und es war mit den lieben Grenzkontrollen nicht immer so einfach. Okay. Und, aber wir haben viel Musik gemacht. Der Sebastian und ich haben nach dem VU-Studium auch, sind wir ins Unternehmertum gegangen, haben in unserem Büro auch ein schönes Studio, wo wir immer am Abend auch gemeinsam produzieren. Nice. Und ja, wir machen viel Musik und das ist ein guter Ausgleich. Okay, and you can be my one. Hast du das geschrieben? Wir schreiben die Songs immer gemeinsam. Es macht mir eine große Freude, mit Christoph zu schreiben und ich glaube auch umgekehrt. Also es ist ab und zu, es ist immer ein schönes Geben und Nehmen. Jeder trägt was dazu bei und das Gesamtprodukt kommt. Und so, dann. Wie ist das Gefühl, wenn ihr seht auf Spotify, dass es so raufgeht? Or does it do that? I don't know how it does it on Spotify. Das muss doch irgendwie, das muss aufregend sein, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall toll, wenn man quasi ein Feedback auch bekommt, dass die Arbeit, die man tut oder die Kunst, dass die auch ankommt. Und das ist einfach nur ein Beweis, dass man auch weitermachen soll. Ja. Und ja, das Wichtigste ist dabei, die Musik muss Spaß machen, das tut es für uns. Right. Okay, apropos Feedback, Frau Lettner, was sagen Sie zu The Oceans? Das ist ein Weltmeer. Und da spürt man, da ist Kraft drinnen, da ist Bewegung drinnen und auch ein Variantenreichtum. Also das war eine ganz starke Darbietung. Und ich habe die Frau Rektorin gesehen, die hat kaum am Stuhl sitzen können. Mir ist es gleich gegangen. Und das ist Musik und da kommt was rüber. Und ich finde das ganz großartig. Jeder Einzelne von Ihnen und man merkt so miteinander, potenziert sich es noch einmal. Und die Freude, die Sie angesprochen haben, die Sie haben, das spürt man. Und das müssen Sie sich erhalten und weitermachen. Toll. Dankeschön. Dankeschön. Peter, what do you think of this boy band? Can we make some money? Yeah. I think so. Huh? Na, Burschen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also der Song ist einmal super, ist auch super radiotauglich. Ich hoffe, ihr habt einen guten Promoter, der das auch ins Radio bringt. Ja, wenn nicht, dann können wir nachher noch reden. Ja, Peter, wir haben eh schon mal geredet. Ah ja, stimmt. Oh. Okay. Wir reden über alles nachher. Ja, okay. Aber von der Performance her, ja, also ihr als einzelne Typen super, als Band auch sehr dynamisch, das ist mir aufgefallen. Also ihr habt das wirklich auch total intus, dass ihr total songdienlich spielt. Ja. Also ihr wisst ganz genau, wann geht man runter, wann geht man rauf. Und das ist halt in einer Live-Situation nicht immer so einfach, aber man merkt schon, dass ihr wirklich sehr gut zusammengespielt seid und auch sehr songdienlich live musizierst, um das irgendwie so einmal zu beschreiben. Ja. Danke also, für das super. Feedback. Danke. Ja, ich freue mich schon, euch zu sehen auf andere Bühnen around Austria. And who knows, maybe around FM4. You never know. You never know. You never know what weird things happen on FM4. Man weiß nie. Okay, speaking of weird things, Michael, was gibt's als nächstes? Danke, Rim, für diese Überleitung. Dankeschön. Was gibt es als nächstes? Wir haben als nächstes einen Alumnus bei uns, der sich voll und ganz der Malerei verschrieben hat. Öl, Acryl, Aquarell und das schon seit er Kind ist. Und er hatte die Entscheidung zu treffen, Kunst oder Wirtschaft. Er hat sich dann schlussendlich für die WU entschieden, um quasi seinem Job in der Wirtschaft nachzugehen. Aber er schafft es trotzdem beides zu verbinden. Christian Feudel ist bei uns und wir sehen jetzt in einem kurzen Video, wie er das macht und was sein Talent ist. Wir haben jetzt ein Video von zu Hause gesehen, von Christian Feudel. Herzlich willkommen auf der Showbühne von WU's Talents. Hallo. Wir haben auf diesem Video gesehen, zu Hause bei dir, deine Bilder, deine Meisterwerke hängen, untermalt von Musik deiner jungen Tochter, oder? Der Dreijährigen, ja, genau. Großartig. Also die Familie ist ja schon künstlerisch begabt. Aber du bist heute hier wegen deiner Bilder. Wir sehen auch hier
zwei, drei großartige Werke von dir, die du mitgebracht hast in das LC hierher auf die Wirtschaftsuni. Wenn du malst, was ist dein Entstehungsprozess? Wie sieht das aus bei dir? Ja, der Entstehungsprozess ist meistens ein relativ langer. Es ist nicht so, dass ich jetzt einfach diese Bilder male. Es ist meistens eine Idee, es ist irgendwo so ein konkreter Einfall. Wenn ich jetzt unterwegs bin, wenn ich auf Reisen bin, oft fotografiere ich auch relativ viel. Und dann starte ich meist digital, diese Bilder zu skizzieren. Am iPad, am Computer, arrangiere das, komponiere das, also es wird lange komponiert und dann im zweiten Schritt gemalt. Und da wird es auch nochmal verändert. Also auch das Bild, wenn man sich das ansieht, das ist Iseosee vom Christo, das ist eigentlich eine Kunstaktion von ihm und das sind Beobachter, die ich dann beobachtet habe und habe Millionen von Bildern gemacht und ich glaube zwei, drei Jahre später war die Idee dann so reif, dass ich das komponiert habe, skizziert habe, digital und dann so gemalt habe. Also das ist ein relativ langer Prozess. Es ist nicht so, dass ich sage, ich male das morgen. Und das Foto gibt es in der Form nicht. Das ist einfach alles zusammengebaut. Und wir haben auch schon, weil du es jetzt nämlich auch gesagt hast, im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, ich habe es ein bisschen durchgehört, digital, du vermischt analog und digital total. Wie passiert das bei dir? Ja, anfangs war es nur die Skizze davor oder auch das Foto. Und mit der Zeit bin ich draufgekommen, naja, ich habe einfach so viele Ideen, jetzt das so ein Riesenbild ein zweites Mal zu malen, ja, würde ich jetzt auch nicht. Und da habe dann eigentlich digital weitergemacht und da bin ich irgendwo zum Schluss gekommen, ja, da möchte ich dann wieder was Neues machen. Und das Neue ist, ich versuche diese Bilder teilweise jetzt auch schon zu animieren. Also das heißt, ich male digital weiter und versuche eigentlich noch mehr aus der Malerei rauszuholen. Wir haben in den letzten Monaten total viel über Digitalisierung gehört und du gehst jetzt quasi mit der Malerei diesen Schritt weiter, was genau. Ich total spannend finde. Vielleicht eine Frage, ist die analoge Malerei noch ein Thema für die Zukunft oder wird es wirklich mehr in dieses Interaktive gehen? Naja, ich glaube schon, dass das ein Thema für die Zukunft ist, wobei ich mir auch selbst oft die Frage stelle, ob meine Malerei jetzt bei der jungen Generation oder nächsten Generationen auch wirklich ankommen wird, das weiß ich nicht. Aber natürlich wird es immer ein Thema sein, aber es wird sich halt parallel das Digitale etablieren und bei mir, ja, ich weiß nicht, also ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Ich meine, da bin ich jetzt analog unterwegs. Okay, und jetzt noch die Verbindung, das ist künstlerisch kreativ, aber warum dann doch die WU? Achso, ja, also mit 16 war es eigentlich so, da bin ich draufgekommen, WU ist ja gar nicht so schlecht, das könnte ich studieren, WU und aber parallel auch Malerei, mich hat beides interessiert. Und irgendwie bei der WU habe ich dann einfach weitergemacht und bin auch jobmäßig, habe mich sehr, sehr stark in unterschiedlichste Bereiche weiterentwickelt und genauso mache ich es mit der Malerei. Also das ist irgendwo dieses konstante Weitergehen, was anderes tun. Das ist irgendwo mein beruflicher und auch malerischer Ansatz. Und da war die WU eigentlich eine ganz gute Basis. Die, jetzt auch im Nachhinein. Die quasi auch sowas ermöglicht. Einfach. Genau, ja. Ist doch schon eine Zeit her. Schön, danke fürs Mitmachen bei WU's Talents. Wenn wir jetzt quasi hier Malereien haben, fällt mir gleich die Frau Leitner ein. Darf ich Sie vielleicht bitten, was denken Sie sich, wenn Sie diese Bilder sehen? Großartig, kann Ihnen nur gratulieren, da ist... Sie haben offensichtlich nicht nur die Lust am Malen, sondern Sie haben dieses Darstellende, dieses Wiedergeben von Zusammenhängen, von Eindrücken und das zu perpetuieren. Und es gelingt Ihnen einfach großartig, weil auch die Farbkompositionen, die Sie da ins grelle Orange hineingehen, das holt einen, springt einen ja gleich an, aber dann ziehen Sie sich in der Umgebung etwas dezenter zurück, ist groß, ist wirklich toll. Und ich muss Ihnen auch sagen, dass von der Darstellung der Menschen, der Körper, da kommt absolut viel rüber. Also unglaublich toll. Und die Lady da rechts, die gefällt mir ganz besonders. Ist natürlich, wenn man sich da manchmal selbst im Spiegel in der Früh sieht. Also mir gefällt auch der Weg, den Sie da jetzt beschreiben, dass Sie das Digitale mit dem Analogen verbinden. Und ich bin auch bei Ihnen, dass ich glaube, es wird immer beides geben. Aber es zu verbinden, ist eine tolle Idee. Also mir gefallen Ihre Bilder ausgesprochen gut. Und zwar vom künstlerischen Können her und auch vom Motiv. Dankeschön. Herr Zimmermann, Ihre Einschätzung? Ja, also ich bin kein Experte, aber... Die Dreidimensionalität ist beeindruckend, also man hat das Gefühl, die Figuren springen aus dem Bild
Und alles andere ist schon gesagt worden. Gratuliere. Dankeschön. Danke, Christian. Wir wissen, dass Max Hollein aus New York auch live zuschaut. Vielleicht liebe Grüße an einen Kunstkenner, der das Met leitet. Vielleicht findet sich ja einmal ein Feudel im Met in New York. Ja, das wäre sehr schön. Dankeschön. Danke auch, dass wir ein so spannendes Talent hier sehen durften. Danke, Christian Feudel. Dankeschön. Und Riem, ich komme jetzt zu dir. Komm zu mir, Michael. Ich komme zu dir, denn ja? Wir wollen noch ein bisschen Werbung machen für unsere Website, auf der sich alle Talente im Februar und März bewerben konnten. Okay. Denn dort finden sich auch weiterhin alle Talente, die sich beworben haben, zum Nachsehen. Das heißt, Sie schauen den Stream zu Hause jetzt genau auf dieser Webseite. Einfach weiterklicken in der Navigation und da gibt es spannende Dinge zu entdecken. Wir haben zum Beispiel unter unseren Mitarbeitenden Bäckerinnen, die großartige Torten kreieren in unterschiedlichen Formen. Gluten-free? Alles, es gibt fix alles. Wir haben jemanden, der klassische Musik auf der E-Gitarre spielt. Okay. Klassische Musik ist natürlich dabei, Kabarett ist dabei, es gibt auch Texte zu lesen, es gibt tolle Illustrationen, wir haben Fotografie, wir haben sogar aktuelle Musik am Hackbrett und mit Harfe inszeniert. Hackbrett, ist das nicht normalerweise was zum Essen? Nein, das ist was anderes. Okay. Aber mit Harfe. Wir haben die ACSL CheerdancerInnen, okay, die quasi auch unsere Sportmannschaften unterstützen. Und wir haben zum Beispiel auch Marina Hörmann-Seder dabei. Wissen vielleicht nicht viele, die bekannte Modeschöpferin ist auch eine WU-Absolventin und die hat ebenfalls hier mitgemacht. Das habe ich nicht gewusst, dass so viele talentierte Leute bei der WU sind. Großartig, oder? Wahnsinn. Du, das hat dir sicher Spaß gemacht, das Ganze zusammenzustellen, oder? Es war super. Wir haben das auf die Webseite gestellt und das wird auch weiterhin online sein. Und ja, jeder, der sich interessiert, kann durch die WU-Talente scrollen. Und vielleicht sucht jemand auch ein besonderes Talent, um es zu engagieren. Ich glaube, die Seite ist sicherlich ein guter Punkt. Ja, aber es macht Leute auch so sympathisch, oder? So vielseitig zu sein. Richtig. Ja. Okay, Vielseitigkeit ist jetzt angesagt, oder? Genau. Weil ich glaube, eine Absolventin von der WU, wenn ich mich nicht irre, kommt jetzt als nächstes dran. Und zwar rede ich von Tamara Badegruber. Tomorrow. Du kannst es mir nachher sagen, okay, wie es richtig ausgesprochen ist, was ich auf jeden Fall weiß. Der Song heißt I'm Not the Reason. Jetzt Bühne ab für Tamara Badegruber. Reason, babe, I'm not the reason. I'm not the reason, babe. Fuck you, I'm a mess, but I never feel shame. You got a fucking problem, baby, this is who I am. Know that I'm the only one that you can never blame. But I just couldn't take it to me. Maybe it's in a row, but we never left the bed. You used to call me player, used to say that I pretend. But you never really knew that I meant what I said. Time for you to get the hell away from my head. Baby, I'm not the reason that you walk away. Baby, I'm not the reason, babe. I'm not the reason. Take all your bags and get the hell away. Baby, I'm not the reason, babe. I'm not the reason. I'm not the reason that you walk away. Baby, I'm not the reason, babe. I'm not the reason. Take all your bags and get the hell away. Baby, I'm not the reason, babe. I'm not the reason. Reason. I took the wrong way out as a motherfucking song. Trying to get you out of where you think that you belong. I know that you won't ever really say that you're wrong. But I just couldn't take it to me. Break down just for 3 weeks and I'm gone. Like a hurricane and that's the reason I'm alone. I touch another sweat, so I'm living on my own. Time for me to stop cause I'm hurting you, girl. Baby, I'm not the reason that you walk away. Take all your bags and get the
hell away. I'm not the walk away, baby. I'm not the reason, babe. I'm not the reason. Take all your bags and get the hell away, baby. I'm not the reason, babe. I'm not the reason. Thank you, Jen. Oh, Tamara. 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 Genau. Okay, Tamara. Tamara, gratuliere, das war ein fetter Sound. Does the band have a name? Nein, also wir sind komplett zusammengewürfelt. It's Tamara and the Guys. Yeah, Tamara and the Guys. Good name. Okay, du, ich habe dich online gesehen und ich war so beeindruckt, weil du bist so, du hast so eine Selbstsicherheit und like a confidence, you know, and especially in the style of singing that you're doing now with fantastic musicians, you know, pushing you. Du musst halt irgendwie auch sehr professionell sein. So, wie ist es dazu gekommen, dass du diese Art von Musik machst? Also ich habe eigentlich schon immer gesungen, schon seit ich ganz klein bin, war ich schon öfter mit meinem Vater auf der Bühne und bin einfach seitdem sehr viel auf der Bühne gestanden, habe auch in Bands gesungen und ja, es ist einfach mega und danke an die Boys, also besser kann man sich's nicht vorstellen. Danke. Ja, bravo. Sehr fetter Sound. Ich fange mal an mit den Herrn Zimmermann wegen der Saxophon. Ja, was sagen Sie? Ich glaube, wir sollten zuerst die Stimme würdigen. Okay. Ich habe also das Projekt wirklich als Nummer eins auf meiner Liste gehabt und habe es auch zweimal angeschaut, weil es sofort hängen geblieben ist. Und gratuliere also, da stimmt die Groove und die Stimme und die Dynamik. Und die Sideman, auch ganz spannend, Miles Davis ist wieder auferstanden und beim Saxophon bin ich befangen, ich kritisiere Kollegen nicht, sondern es passt. Die Stimme darf noch mehr herauskommen, das war am Video deutlicher, live müsst ihr, wenn ihr live dabei seid, ganz wichtig die Abstimmung, dass die Stimme wirklich gut durchkommt, weil die Sidemen sind so stark und ich weiß es als Musiker, wenn wir mit Sängerinnen spielen, wir werden immer geschimpft, weil wir zu laut sind. Aber das ist offenbar möglicherweise auch tontechnisch leicht zu lösen. Aber Kompliment, wie gesagt, ich darf deshalb etwas kritischer sein, weil ich euch als Nummer eins geratet habe. Danke auf jeden Fall. Okay, und Frau Rektorin, was sagen Sie zu dieser Band, dieser Konstellation? Ja, total super. Das ist genau, also solche Leute haben wir gesucht und gehofft zu finden. Also großes Kompliment. Die Stimmung ist super, man wird da mitgerissen, die Performance ist toll. Also wirklich herzlichen Glückwunsch, Gratulation und bitte, bitte macht's weiter. Und Tamara, du bist ja fertig mit der WU, oder? Ja, vor kurzem fertig geworden. Bravo. Gratuliere. Also mit dem Bachelor. Na, bitte. Bravo, bravo. So, ja, jetzt hast du Bachelor und du hast eine Musikkarriere vor dir, also lots of exciting things ahead. Ja, kann man auf jeden Fall verbinden, also ja. Ja? Ja, aber nicht die Boys vergessen, gell? Ja, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Okay, ich vergesse jetzt nicht auf my boy Michael. What's up next? Danke, Riem. Danke für diese tolle Performance. Und WU's Talents zeigt die Diversität und ganz viele unterschiedliche Sachen. Das passiert auch mit dem nächsten Talent. Das nächste Talent bezeichnet sich selbst als Semi-Profi, der schon mit 13 Jahren bei den Salzburger Festspielen aufgetreten ist. Und das war auch der Beginn seiner klassischen Bühnenkarriere. Wir kommen jetzt zu Florian Leutzl, ein Bariton, der ebenfalls im Februar sein Studium abgeschlossen hat. Er wird begleitet von Jacob Bass und wir bekommen jetzt eine Kostprobe seines großartigen klassischen Gesangstalents und ich würde sagen, put the spotlight on für Florian Leutzl.
signor padrone. Ora incomincio a capire il mistero e a veder schietto tutto il vostro progetto. A Londra è vero, voi ministro, io corriero, e la Susanna. Secreta ambasciatrice, non sarà, non sarà Figaro il dice. Se vuoi ballare, signor Contino, se vuoi ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò. Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuoi venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò. Se vuoi venire mia scuola, la capriola le insegnerò, sì, le insegnerò, sì, le insegnerò. Saprò, 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 ma piano. Piano, 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 piano. Meglio ogni arcano dissimulando scoprir potrò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di qua mangendo, di là scazzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di qua mangendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Danke. Danke. Florian, vielen Dank für deinen Auftritt, vielen Dank für dein Talent, das du uns hier zeigst. Zu Beginn mal Gratulation zu deinem Abschluss. Danke. Ich habe jetzt gleich so eine Frage, die mir als erstes in den Sinn gekommen ist. Wenn StudienkollegInnen dich fragen, was machst du so, und du sagst, ja, ich singe, und dann kommst du daher mit, ja, ich mache klassische Musik, was ist die Reaktion? Puh, also wenn ich sage, ich singe, dann ist meistens so die Vorstellung, ja, Pop, Jazz, cool. Und wenn ich dann sage, ja, Oper, so, zuerst mal so kurze Schlucken, aber ich muss sagen, so seit ich im Kinderchor bei den Salzburger Festspielen war und die Sänger vorne gesehen habe, wie die da rausbrüllen und dann den Applaus bekommen haben, da habe ich mir gedacht, so, das ist so cool, das möchte ich auch unbedingt machen. Und deswegen habe ich den Weg verfolgt und eben auch mit den Studienkollegen dann, so wenn ich das dann ein bisschen erkläre, erzähle, wie es so ist, da ist meistens auch so, hey, eigentlich schon richtig cool, was anderes, aber cool. Und dann darfst du heute hier in diesem wirklich imposanten Gebäude von Zaha im LC auftreten. Mhm. Was ist das für ein Gefühl? Super. Also eben jetzt wieder zurückzukehren sozusagen und meine Passion auch hier auszuüben, eben neben dem Wirtschaftsstudium, wo ich mir auch immer mehr hineingetigert habe, aber jetzt auch mal mich gesanglich hier zu präsentieren, ist wirklich ein toller Moment. Und vielen Dank für die Möglichkeit. Aber jetzt gib's zu, wenn du hin und wieder in der Bibliothek warst und du warst am Weg nach Hause und du bist hier heruntergegangen,
Hattest du da Lust oder hast du auch einfach mal losgesungen, um die Akustik hier auszuprobieren? Naja, losgesungen nicht, im klassischen Gesang, um meine Studienkolleginnen und Kollegen nicht zu stören. Aber natürlich, bei der Akustik und so, man verspürt schon das Gefühl, die Lust einfach hier zu musizieren und aufzutreten. Großartig. Wie siehst du eigentlich die Verbindung zwischen Kunst und Wirtschaft? Also ich finde, das kann sich gegenseitig sehr viel bereichern, auch aus meiner eigenen Erfahrung jetzt. Einerseits durch Präsentationen, wo man einfach ein gewisses Auftrittstraining hat aus der Musik, jetzt auch in die Wirtschaft oder umgekehrt, sowie auch natürlich die Kreativität, die sich vielleicht in Gruppenarbeiten und so dann gut einbringen lässt, aber auch natürlich umgekehrt so eine gewisse Organisation in teilweise diffuse Probenpläne, dass man da ein bisschen besser sozusagen dann herumjonglieren kann mit Probenzeiten etc. Also ich denke, das kann sich sehr, sehr gut gegenseitig befruchten, sagen wir so. Super. Und was kannst du anderen Studierenden mitgeben, die Ideen, Talente haben? Einfach ausprobieren, einfach der Leidenschaft folgen, machen und dann wird sicher was Schönes, Gutes dabei rauskommen. Es ist ein toller Ausgleich, es ist wirklich einfach ein tolles Gefühl. Da ist wirklich was Schönes, Gutes rausgekommen. Ich darf gleich das Wort an unsere Ehrenjury geben, Elisabeth Vogel. Ja, also ich muss sagen, ich habe ja auch immer geliebäugelt mit einer Karriere als Sängerin. Ich habe jahrelang Gesangsunterricht genommen bei einem klassischen, also Staatsopernsänger. Und bei mir hat es dann nicht gereicht für die Opernstimme, das war mir immer klar. Aber die Technik, die man beim Singen hat, die ist sehr gut, auch verwendbar natürlich dann auch fürs Sprechen. Also das ist ja gleich so mit Stütze etc. Und ich liebe nach wie vor selbst auch zu singen und ich kann das so verstehen, wenn man singt, dann vergisst man alles. Du kannst dich nur konzentrieren auf das Singen und auf den Ton, wobei im Gegensatz zum Sprechen beim Singen weiß man nie, was dann wirklich hinauskommt. Ja? Das heißt, das Singen ist nochmal das potenzierte offizielle Auftreten und da muss man sich auf sich selbst verlassen und ich war jetzt wirklich ganz begeistert, wie sauber sie gesungen haben und wie toll das ist und ich würde auf jeden Fall diesen Weg auch weitergehen und als WU-Absolvent sich selbst dann zu managen, ist ja dann auch perfekt. Ja, danke, das stimmt. Hochachtung. Danke. Peter Pansky, passt das auch so zum eigenen Musikgeschmack? Ja, also, ich bin ja da nicht so avisiert und auch nicht so erfahren, aber also was mich absolut fasziniert hat, unabhängig davon, dass es auch stimmlich hervorragend war, da war also wirklich bei weitem kein falscher Ton dabei, aber mich hat die Mimik so fasziniert. Also ich habe ja kein Wort verstanden, aber du hast eine Geschichte erzählt, mit deinem Gesicht auf diesem Quadratmeter und es war faszinierend, ich konnte nicht wegschauen, es war wirklich toll. Also diese, weiß ich nicht, glaube ich 200 Gesichtsausdrücke in 3 Minuten, gratuliere herzlich. Das war schon wirklich eine Geschichte, die du erzählt hast und das ist natürlich auch wichtig, das auch dementsprechend ausdrücken zu können und das war ganz, ganz toll. Danke. Bin sehr begeistert. Danke. Danke vielmals. Florian, vielen Dank. Danke, dass du diesen Abend mit deinem Gesang so bereichert hast und eine weitere Facette zu WU's Talents beigefügt hast. Vielen Dank. Sehr gern, danke. Danke vielmals. Rim, was wartet jetzt auf uns? Okay, so jetzt etwas komplett anders. So, bevor wir mit dem nächsten Act losfahren, erzähle ich euch eine Geschichte, die wahr ist und die bis jetzt ein Geheimnis war. Ich war bei Dancing Stars dabei, das ist kein Geheimnis, das erwähne ich sehr öfters. Nein, aber das Geheimnis ist, okay, während Dancing Stars hat es ja die verschiedenen Choreografien gegeben, den Salsa und den langsamen Walzer und Paso Doble und die üblichen. Aber das Jahr, wo ich mitgemacht habe, haben sie entschlossen, dass wir auch Contemporary machen dürfen. So. Das war das Schwierigste, was ich dort gemacht habe, weil es ist halt sehr, sehr schwierig, am Boden herumzurollen und dann elegant aufzustehen und so zu tun, als ob das eh alles absichtlich in der Choreografie ist. Ja. Und deswegen habe ich einen Mega-Respekt für Polina Stanchenko. Sie ist eine Akrobat-Tänzerin und sie wird ihr Bestes jetzt geben bei der WU Talent Show. Hier kommt Polina. Laying
in the silence, waiting for the sirens, signs, any signs, I'm alive still. I don't wanna lose it, but I'm not getting through this. Hey, should I pray? Should I pray? Yeah. To myself, to a God, to a Savior who can unbreak the broken, unsaid these spoken words, find hope in the hopeless. Hold me out of the train wreck, unbreak the ashes, unsaid the reactions. Now I'm not ready to die, not yet. Hold me out of the train wreck, pull me out, pull me out, pull me out. Pull me out, pull me out. Underneath our bad blood, we've still got a sanctum home. Still a home, still a home, yeah. It's not too late to build it back, 'cause a one in a million chance is still a chance, still a chance. And I would take those odds. I'll break the broken, I'll accept these spoken words, find hope in the hopeless. Pull me out the train wreck. Brava, Paulina, brava. Oh, wenn ich dich beim Tanzen sehe, habe ich so Lust auf meine Tanzstunden wieder. Und ich habe auch Lust auf meine alten Knie und meinen Rücken. Paulina, da war eine Choreografie, ja? Und dein Tanz erzählt eine Geschichte, oder? Siehst du das so, oder? Ja, ich machte meine Choreografie während Lockdowns, und ich fühle mich so einsam. Wir haben keine Möglichkeit, mit unseren Freunden zu treffen, unsere Familie zu besuchen. Und deshalb sind diese Songs ein bisschen traurig. Ja. Aber jetzt ist alles super, ich bin hier. Und ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit, meine Talente zu zeigen. Ich muss mich so zurückhalten, am liebsten würde ich dich umarmen. Oh, oh, geht das jetzt? Oh. Von Tänzerin Tante zu Tänzerin Nichte. Okay, du bist aber auch bei der WU. Ja, ich bin Studentin hier an der WU. Ich studiere Eberwell und bin schon am fünften Semester. So, Tanz, Akrobatik ist ein guter Ausgleich für Studium, oder? Ja, ich verstehe, dass es so schwierig ist, Studium und professioneller Sport kombinieren, aber wir müssen immer Zeit haben für unsere Hobbys, deshalb, wenn ich Zeit habe, dann tanze ich für mich selbst. Ja, ich weiß, wie wichtig Tanz ist, für alles, für die Psyche, für alles. Tanz sehr motiviert mich und hilft beim Studium, und vielleicht kann ich heute jemanden auch inspirieren, tanzen zu beginnen. Ja, auf jeden Fall, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass du jemanden inspiriert hast. Ja. Mich auf jeden Fall, dass ich weitermache. Okay, was sagt die Frau Rektorin zu unserer wunderschönen Tänzerin, die Paulina? Ja, ich bin fast ein bisschen sprachlos. Oh. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben auf diese schöne Geschichte, auch mit dieser Traurigkeit, das haben Sie gut rübergekriegt, aber gleichzeitig mit dieser unheimlichen Grazie und gleichzeitig so viel Energie, also ich bin ganz gerührt. Danke. Danke. Ja, einen sehr schönen Abschluss, oder? Jetzt, wo bleibt denn mein Co-Moderator? Oder eigentlich der Moderator, ich bin sein Sidekick. So haben wir uns. Wir machen das gut, Riem. Hallo. Ja, danke, hallo, wieder Michi, hier zu sein. Ja, danke. Danke, Paulina. So. Es war großartig, was wir gesehen haben, oder? Wollen wir noch mehr sehen? Wer mehr sehen will, auf unserer Webseite wu.at/talents gibt es mehr zu sehen. Und wir würden uns ganz ehrlich auch auf Ihr Feedback zu Hause freuen. Ich lade Sie ein, gehen Sie auf unsere Instagram-Seite. Wir haben diese Show hier mitverfolgt, mitbegleitet und gerne Kommentare dazu. Wir sind total neugierig, wie es Ihnen gefallen hat. Und glaubst du?
Wird es das nochmal geben? Ja, ich glaube schon. Ich wollte gerade sagen, das wird es auf jeden Fall nochmal geben, weil jetzt sind nicht nur die Leute, die zugeschaut haben, begeistert, aber es gibt auch viele, die zugeschaut haben, die sich gedacht haben, hey, ich kann da auch mitmachen nächstes Jahr. Oh my God, I'm gonna do it. Da gibt es total viele Talente, die in jedem Einzelnen von uns schlummern. Ja, absolut. Dein Moderationstalent finde ich großartig. Und das sage ich nicht nur, weil du neben mir stehst und weil du jetzt on the spot bist. Bravo, ja. Ja, really. Danke. Good stuff. Danke, Rin. Ich mag deine Spontanität. Ja, okay, whatever. Auch ein, auch ein großartiges Talent. Danke an unsere Ehrenjury. Danke, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie heute hier mit uns das launig kommentiert haben. Und ich würde sagen, zum Schluss holen wir nochmal alle Acts hier auf die Bühne. Ja? Wir machen ein Video, kein Foto, okay, aber wir sind ja hier im Stream. Okay. Alle Acts, alle 8 Acts. Komm. Hopp, hopp. So. Wir haben viel gesehen. Total divers. Sehr abwechslungsreich. Ich hoffe, es hat Ihnen zu Hause Spaß gemacht. Bravo. Dankeschön an alle. Einen Applaus für unsere Talente und einen schönen Abend und Good Morning Australia hier aus dem LSE, der Wirtschaftsuni Wien. Alle Punkte an Michi Stangl. Bravo. Man kann immer weiter malen. Man muss sich irgendwann entscheiden, wann man fertig ist. Talent comes naturally. Black Orange. Jetzt neu von Organics by Red Bull.